Komm, ich möchte wenigstens halbwegs normal laufen können. Und da ist das hier schon nicht gut. Aber auch gut zu wissen, wenn das... Oh, Entschuldigung. Wenn das Nahrungsmittellager also voll ist, dann lagern die in der Scheune um. Ich meine, auf jeden Fall ist es interessant. Ich weiß nur noch nicht, ob das gut ist, weil die Kiste in der Scheune ist auch nicht besonders groß. Oh Gott, wie viel kann ich denn jetzt bitte vergammeln lassen? Das wird so viel Dünger. Ja. Da freue ich mich drauf. Und was ich auch gleich schauen kann. Okay, noch nicht ganz fertig. Der braucht auch noch ein bisschen. Könnte dann aber demnächst hier arbeiten. Wo lasse ich ihn mal? Ich würde den Kohl gerne hier vergammeln lassen. Habe ich gerade meinen Rucksack weggeschmissen? So, hier der ganze Kohl. Und ich meine, hier ist ja, ja klar, noch sehr viel mehr drin. Nein. So. Und wo ist eigentlich meine Fackel? Ich hatte doch eine. Habe ich keine Fackel? Habe ich dem wirklich nur das Wasser gegeben? Ich dachte, der behält den Trinkschlauch. Und ich war schon fast etwas verärgert und dachte so, oh nein, Geld ausgegeben. Gut zu wissen, dass wir das wieder haben. Jetzt habe ich zwei Trinkschläuche, die ich unterwegs mitnehmen kann und dann einfach rigoros ignoriere. Weil es immer so ist. Wäre es nicht grundsätzlich sinnvoller, den Kohl, wenn es Nahrungsmittellager voll ist, hier zu lagern? Ich meine, verstehe mich nicht falsch, der kann hin, wo er hin möchte, aber so von der Logik her. Ich meine, ich muss halt jetzt einen Haufen Kohl umziehen lassen. Was halt auch nicht so einfach ist, weil Kohl echt schwer ist. Das ist grausam. Was natürlich nicht so grausam ist, ist die Menge an Dünger. Ein Kohl wird ja ein verdorbenes, also das bleibt 1 zu 1 und dann 10 verdorbenes wären ein Dünger. Ja. In Kombination mit dem Dung der Schweine ist das sehr gut. Sehr, sehr gut. Apropos Trinkschlauch, ne? Weil wir es ja gerade davon hatten. Es dürstet mich ein wenig. So, ich hätte es aber alles lieber ein bisschen zentraler hier in der Ecke. Zwischendurch esse ich immer einen Kohl. Und da schmeißt wieder alles weg, außer das, was er soll. Gott, wo ist jetzt... Wo ist die Fackel? Läuft die Fackel draußen rum? Und warum bin ich immer noch überladen? Was habe ich denn Schweres dabei? Hä?
Ich sollte nicht mehr schwer sein, oder? Ich hab nichts. Ach doch, den Hafer habe ich aus Versehen. Ja, gut. Entschuldigung. Wo ist meine Fackel? Okay, der einfache große Rucksack ist schon mal bis rausgefallen. Fackel ist. Ergibt gar keinen Sinn. Ganz, ganz komisches Gebäude. Da passieren die abstrusesten Sachen. Wird es wohl doch langsam Zeit für das Nahrungsmittellager 2? Und hier sind immer noch 1000 Kohl halt drin. Und das muss man sich durchaus auch noch vor Augen führen. Komplett voller Eimer. Wasser mal so auch mehr als genug. Ist ja grundsätzlich schon mal ganz schön, ne? Kannst du nichts sagen. Und mit dem guten Alvin sollen wir auch schon wieder sprechen. Ich bin gespannt, was ihm diesmal einfällt. Ich habe fast schon etwas Angst davor. Meinst du die Geschichte mit dem genug Kohl? Doch komm, muss ja auch mal reichen. So, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Den Hafer. Soll einer... Jo! Den Hafer soll einer von denen dann am nächsten Tag dreschen. Sobald die hier fertig sind. Ciao, Fackel. Roggenkorn. Kommt dann auch hier rein. Also in Hafer dürfen sie automatisch dreschen. Was sie nicht automatisch machen dürfen, ist das Tierfutter. Weil sonst machen die, glaube ich, zu viel Roggenkorn kaputt. Nein, die mit der Fackel auf dem Weg. Was? 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 Hä? Ich verstehe manchmal nicht. Oh, ich habe keine Fackel. Cool. Zum Glück haben wir ein bisschen Stroh. Und ein bisschen Stock. Sonst hätte man ein Problem. Achso, ne, das ist. Ich kann ja nichts dafür, dass das einfach durch die Wand droppt, ne? Das ist schon komisch. Sollte so, denke ich, auch nicht sein. Wie schaut das hier aus? Angepflanzt, sehr gut, sehr gut. Hier auch fast fertig mit Anpflanzen. Hier muss nur noch umgegraben werden und bepflanzt, dann passt das. Warum lag da ein Holzstamm? Und warum passiert sowas ständig? Vier Bretter. Vier Bretter ist natürlich nicht besonders viel. Ich würde ehrlich gesagt einfach schlafen. Komm. Ich gehe mal pennen. Dann können wir die Samen verkaufen. Ja, irgendwas ist hier manchmal merkwürdig, ne? Die Frage ist, was kauft man von den Samen? Ich hätte halt gerne, bin ich ganz ehrlich... Noch zwei Schweine. Und gegebenenfalls könnten wir uns gönnen, noch eine schmieden für das Werkzeug. Vielleicht haben wir ja Glück. Und in dem Dorf ist gerade jemand zugange.
Und dann werden wir höchstwahrscheinlich einfach nur reich, indem wir Samen verkaufen. Wir gründen eine erfolgreiche Samenbank. Geil. War Kindheitstraum schon immer. Also wirklich, seit ich meinen Körper entdeckt habe, wollte ich eine eigene Samenbank. War auch immer fleißig am Produzieren. Tachchen, hallo. Ah, du wärst gar keine gute Schmiedin. Du wärst okay. Ach, täusch dich mal nicht. Ich glaube, das dauert ein Jahr, oder? So lange haben wir die noch gar nicht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Weißt du, er hier wäre halt wirklich ein super Schmied. Aber die ziehen ja wieder nicht zusammen. So, pass auf, du ziehst nur vorübergehend. Du darfst dann dein eigenes Haus haben. Also, nicht dein eigenes, aber ein besseres. Mal kurz hier mit hin. Und dann ab in die Schmiede. Verdammt, das ist noch Schmiede 1. Kann ich die wieder rausschmeißen? Ich brauche die doch nicht. Oder in die Werkstatt. Werkstatt ist gut. In der Werkstatt würde man schon ein bisschen was herstellen können. Einmal braucht man nicht so viel. Vom Prinzip ein Eimer pro Jahreszeit würde ziemlich reichen. Holzschalen einer, also dementsprechend 5 am Tag. Holzteller braucht man eigentlich gar nicht. Diesmal würde ich das hier wirklich sehr nach Sinn machen wollen. Die hölzerne Fiole, die müsste ich erst lernen. Wo ist denn die? Ist sie hier dabei? Nee. Hier, hölzerne Fiole. Das hätte ich gerne. Dann können wir nämlich demnächst die Kräuterhütte bauen. Was ich viel zu lange einfach nur vergessen habe. So, die Werkstatt. Hier. Sollte dann jetzt bitte auch hölzerne Fiolen herstellen. Gerne ein bisschen Vorrat. Ich hätte auch gerne eine Fackel pro Tag. Und ganz ehrlich, dann können wir den Eimer doch einer pro Tag, oder? Bisschen mehr. So, ich gleiche das hier mal aus. Von den Prozenten zumindest. So, müssen wir da bloß noch das Dach fertig machen. Bis dahin bräuchte ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Geld. Nicht, dass ich es wirklich nötig hätte. Aber ich gönne mir halt sehr gerne. Oh, wie der schon wieder pleite ist. Seine Armut kotzt mich an. Wer bist du? Olga. Bei Olga kann ich, glaube ich, nicht verkaufen. Ja, Rogniva kann ich auch nicht verkaufen. Mal was Gutes hören. Schieß los. Ich bin ganz Ohr. Aber wirklich was Gutes, ne? Wenn du jetzt mit schlechten Nachrichten kommst, wäre ich enttäuscht. Hallo. Hallo. Oh, die sind einfach alle so instant pleite. Goodbye. Goodbye. Kann ich dir bei was helfen? Der Winter steht vor der Tür, keine Lebensmittel eingelagert. Bisschen Getreide. Wie viel Getreide hätte die Dame denn gern? Ich bin ehrlich, ich kauf's. 28 Weizenkorn, 35 Haferkorn. Ich habe gerade Hafer geerntet. Weizenkorn. Vor allem, warum will sie Körner? Sie kann doch so schnell eh nicht mehr.
best goods in the valley. Warte mal, ich weiß was, ich kaufe die gleich. 35 Haferkorn, 28 Weizenkorn. Hello. 35 Haferkorn. Und 28 Weizenkorn. So, Weizen. Kriegen wir auch noch. 28. Cool, dann hat er jetzt praktisch wieder Kohle. Zufälligerweise habe ich Samen und du bist pleite. Schnucki, ich habe hier, ne? So, sehr gut, Reputation. Oh, wir haben den Stall. Wir haben den Stall. Ich werde mir sowas vom Pferd gönnen. Dafür müsste ich aber erst noch ein paar Leute... Oh, was willst du? Paar Leute arm machen. Nachtgefährliche Tiere. Was muss ich jagen? Warte auf den nächsten Abend. Technologie. War, glaube ich, hier, oder? Der Stall. Oh, wie geil. Da freue ich mich. Kann ich jetzt trotzdem noch... Hier kann ich verkaufen. So ein Pferd ist ja bestimmt auch nicht günstig. Sag mal, Dave, magst du mal für mich rausschauen, in welchem Dorf ich mir ein Pferd kaufen kann? Ansonsten, ich könnte ja... Wobei, hier. Händler, Tierhaltung, Stall. Das Herstellen von... Multiplayer? Oh ja. See you soon. Okay, in zwei Dörfern. Wir könnten hier ein Pferdchen kaufen. Oder hier. Das ist beides beschissen weit weg. Die Frage ist, wo ist ein Pferd günstiger? Und brauche ich gleich den Stall? Ich will es ja einfach nur reiten. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe sonst keinen Bock auf Pferde. Aber zum Reiten ist das schon angenehm. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Oh, ich würde mich so freuen. So, was... Habe ich wirklich das Verdorbene mitgenommen? Oh Mann. So, wir haben fast 10.000 Münzen. Dave, walte deines Amtes. Wo ist es günstiger, ein Pferd zu kaufen? Ich mache in der Zeit einen Stall. Ich sollte in der Zeit erstmal das Haus fertig bauen. Alter, ich bin reich. So ein Pferdchen. Hätte ich schon Bock. Ne, wenn wir dann reiten können, dann sind ja auch die Wege nicht mehr so schlimm. Und es gibt Satteltaschen. Die wir, glaube ich, aber erst noch freischalten müssen. Und sollte ich vielleicht auch selber einen Sattel mitnehmen, dass wir das Pferd direkt nach Hause reiten können? Ich habe halt keine Ahnung, wie das mit Pferden läuft. Sag mal, will der mich verarschen? Was macht der denn? So, pass auf. Aufsteigen. Ich bräuchte einen Sattel. Okay, ich würde den Sattel, bin ich ganz ehrlich, einfach kaufen. Zinnbarren. Leingewebe, kein Problem. Wollgarn ist ja schon schwierig. Und die große Satteltasche, genau dasselbe. Ich habe Discord offen, ja. Sekunde, ich gehe da auch mal wieder ganz runter. So, ne, Beweis ist da.
Ich würde aber dann wirklich Sattel einfach kaufen, oder? Ist auch günstiger. Denke ich. Ich meine, was kann so ein Sattel schon kosten? Warte, ich gucke gleich. Haben wir Stämme? Ich würde noch mal... Ja. 20 Stück mitnehmen. Und die umarbeiten. Zu was Sinnvollem. Ich versuche nebenbei trotzdem noch diesen Wiki-Eintrag gerade zu lesen. Ich bin auch keine Frau, ich kann kein Multitasking. Ja, komm, ist gut, hör auf. So, wie ist das mit dem Pferd? Ausgewachsen, wenn sie 1,5 Jahre alt sind. Lebenserwartung 25 Jahre. Das ist okay. Hengststut oder Fohlen? Ich will einen Hengst. Ja. Nach Hornika soll ich. Okay, okay. Dorfpfeife wäre hierfür ganz praktisch. Aber sonst muss ich da nichts machen. Das sieht jetzt erstmal ziemlich einfach aus. Ich meine, klar, ich muss mich im Stall drum kümmern. Weil ich sonst für... Ich bräuchte halt verschiedene Tierzüchter. Einmal für Stein. Für Schweine und dann fürs Pferd auch noch. Das sehe ich nicht ein. Um mein Pferd kann ich mich selber kümmern. Die Frage ist nur... das wird bestimmt nicht günstig werden. Und ich frage mich halt, darf ich direkt auf meinem Pferd nach Hause reiten oder... Oder wird das erstmal hierher geliefert und dann muss ich mich drum kümmern? So, schön hier direkt am Dorfeingang. Alter, das wird so teuer. 5 Bretter. Sehr viele Stämme. Oh Mann. Aber ich würde so gerne reiten. Das Pferdemädchen aus der Schule wird stolz auf mich sein. Ich hab's dir schon immer gesagt. Habe ich... Warum lege ich eigentlich immer mein ganzes Werkzeug ab? Das ist gar nicht mal so klug. Ihr seid hier schon am Gammeln, okay. Oder zumindest einer. Wir haben 4 Landwirte. Hier ist nur einer. Macht das Sinn? Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Weil da müssen ja eigentlich 3 Landwirte hier drüben auf dem Feld sein. Beziehungsweise auf den Feldern und da müssten ja fertig sein. Okay, der erste läuft zurück. Gleich auch der zweite und dann der dritte, dann sind alle zurück. Okay, ich guck mal weiter. Der Pferdestall und das Haus will ich fertig haben. Ich bräuchte eine Schaufel, eine Axt. So, das rüste ich auch direkt aus. Also ne, 4.
Und auf die drei käme eigentlich eine Hacke, also eine Steinhacke, so eine Spitze. Habe ich aber gerade nicht. Die muss warten. So, bis dahin hier lieber noch ein paar Bäumchen umholzen. Was liegt da vorne auf dem Weg? Warum schaut das aus, als würde da Kohl liegen? Warum liegt da Kohl? Den hatte ich da hingeschmissen. Und er ist runtergerollt. Perfekt. Das wird jetzt vermutlich... Oh, wir haben Werkelchen. Oh, das wird ein bisschen... Oh, guck doch, wie süß. Oh, hallo. Hallo, kleines Werkelchen. Oh, wie niedlich. Kann ich mal eben irgendwas... ablegen fürs schnellere Laufen? Das ist schon sehr viel schneller. Das ist toll. Oh, kriege ich jetzt jedes Jahr ein Ferkelchen? Oh, das ist voll süß. Oh, da ist noch eins. Hatte ich nicht mal zwei ausgewachsene Schweine?